Hallöchen, ihr Popöchen. Hi. Nein, Spaß, sorry. Ich dreh grad durch. Willkommen zurück. Heute geht's weiter mit einer weiteren Aufgabe. Der letzte, der noch steht. Ja, ich weiß schon noch ein bisschen, worum es da ging. Wir machen einfach mal weiter und ihr werdet ja dann sehen, was passiert. Auf jeden Fall müssen wir Zuwendungen. zu einer Verhandlung. Wegen der schlechten Getreideernte dieses Und Jahr ist der Preis für Weizen um 6 Florin pro es wird Zentner wohl, gestiegen. genau, es Und sieht nach der unserer Anbau des Familie Feuers nämlich des aus. Michelangelo wieder über die Ufer getrieben. Giovanni Auditore, ihr und eure Komplizen seid des Hochverrats angeklagt. Habt ihr irgendwelche Beweise, diese Anklage zu entkräften? Ja, die Dokumente, die euch letzte Nacht gebracht wurden. Ich weiß leider gar nichts von solchen Dokumenten. Er lügt! Ich muss näher ran. Ein In Penner. Ermangelung zwingender Beweise für das Gegenteil lautet mein Richterspruch schuldig. Und so verurteile ich euch und eure Mitverschwörer zum Tode. Du bist der Verräter Uberto, einer von denen. Heute nimmst du unsere Leben, aber dafür werden wir deines haben. Ich schwöre, wir werden. Vater! Dort! Ergreift ihn! Er ist einer von ihnen. Dafür werde ich dich töten. Wachen! Ergreift ihn! Der wird sowas von sterben, dieser Typ. Der Aber da. Tetico. Der wird sowas von sterben. Ich krieg Lauf den. jetzt los, Junge. Und zwar schnell. Alles klar. Lass ihn nicht entkommen. Das ist gerade besser, dass wir losrennen, weil das sind einfach zu viele. Da müssen wir jetzt echt flüchten. Uiui. Nein. Wir müssen aus dem Gebiet raus. Ja, schon geschafft. Ja. Da haben wir es. Unsere Familie wurde umgebracht. Und dann haben sie noch rumgelogen, dass sie diese Papiere nicht bekommen hätten. Das war einfach eine Falle. Wir wurden reingelegt, aber die werden büßen. Die kriegen alles zurück. Und wir werden uns sowas von rächen. Ich habe einen kleinen Auftrag. Ich habe mehrere seltsame Markierungen im ganzen Italien der Renaissance identifiziert. Ich weiß nicht, was sie bedeuten, aber du kannst mir helfen, es herauszufinden. Rebecca hat die ungefähren Fundstellen in der Datenbank mit einem leuchtenden Augensymbol markiert. Gut aufpassen. Okay. Ich glaube, die habe ich. Also hier. Servizio, Gott sei Ja, Dank. hallo. Ich habe euch überall gesucht. Ich Ach, echt? konnte sie nicht stoppen, Annetta. Ich versuchte es, ich schwöre. Aber es waren so viele Wachen. Bitte kommt mit. Ihr müsst weg von der Straße. Was ist mit Mutter und Schwester? Sie sind sicher. Ich bringe euch zu ihnen. Nein, es ist zu gefährlich, gemeinsam zu gehen. Sagt mir, wohin und ich treffe euch dort. Das Haus meiner Schwester. Direkt nördlich vom Duomo. Bin unterwegs. Alles klar. Ja, und wir werden jetzt natürlich derbe gesucht. Menschlicher Aderlass ist Teil eines gesunden und balancierten Lebens. Wir versuchen es mal eher so. Jetzt kletter doch mal da hoch. Wo ist dein Problem, Ezio? Jetzt muck nicht rum hier. Oh. Oh. Wir werden gesichtet. Scheiße. Ups, Entschuldigung. Er ist wohl vom Affen gebissen worden. Okay, dann. Vielleicht doch die Seitengassen hier.
Jetzt ist hier der Marktplatz natürlich ein bisschen scheiße, aber andererseits können wir uns in den Menschenmassen hier verstecken, oder? Können wir doch. Können wir nicht? Können wir nicht? Oh. Okay, da ist jemand. Noch ein Fremder. Hallo. Da! Auf ihn! Das könnte. Ey, mein Schwert! Wo ist mein Schwert? Ach, mein Schwert ist ja weg. Ach, scheiße. Na, jetzt hab ich was angefangen. Fuck! Ups. Da hab ich jetzt aber einen Bock geschossen. Scheibenkleister! Oh Mann. Das reicht nicht, oder? Reicht das? Waren die echt so doof? Der kehrt. Okay, zwei. Okay, der eine noch. Na, komm. Dankeschön. Okay, gut. Können wir weiter rennen? Oh, sind ja überall welche. Hier komme ich nicht hoch. Spitze. Das ist klasse. Und hier? Warte mal. Da? Nee, auch nicht. Och, Menno. Was treibt einen dazu, sich so aufzuführen? Das geht dich gar nicht an. Ich habe vergessen, meine Tabletten zu nehmen. Deswegen vielleicht. So. Du darfst nicht hier oben sein. Was willst du hier? Geh runter. Na, also irgendwie. Ich bin so ein Idiot. Kann ich da jetzt wieder hoch? Er wird noch jemanden verletzen, wenn er so weitermacht. Danke. Los, jetzt hoch. Den hole ich mir noch. Damit wir die Karte freikriegen. Und jetzt gehen wir dahin. Oh oh. Ups. Scheibenkleister. Ja, bei Odyssee, da kann ich jetzt von irgendeiner Höhe runterspringen, dann interessiert's keinen. Ah, nee, komm. Das ist jetzt fies. Kann ich mich jetzt hier... Ja, gut. Alles wieder gut jetzt? Ja, ne? Alles wieder gut? Okay, gut. So. Hier rein? Nee. Wo denn dann? Du auch nicht. Da. Hey, es geht. Ich glaube, das ist das falsche Gebäude. Nein. Nein, das ist es. Wir sind in einem bestimmten Haus. Es ist eine Freude, euch kennenzulernen, Miss Elliot. Freudenhäuser! Annette hat eine hohe Meinung von euch. Ich ahne, warum. Danke für die netten Worte, Madonna. Aber bitte, nennt mich Paola. Danke, dass ihr meiner Familie euer Haus öffnet. Das war ja wohl das Mindeste. Ihr müsst müde sein. Wollt ihr... Nein, danke. Ich kann nicht bleiben. Warum? Was wollt ihr tun? Ich töte Uberto Alberti. Ich verstehe eure Lust nach Rache nur zu gut, aber der Gonfaloniere ist ein mächtiger Mann. Ihr seid kein Mörder, Ezio. Spart mir die Ansprache. Aber ich kann euch zu einem machen. Und wieso wollt ihr mir beibringen zu töten? Das nicht. Ich bringe euch bei, wie man überlebt. Yay! Komm.
Was natürlich eine sehr hilfreiche ist. Wir müssen uns frei bewegen. Gesehen, doch unbemerkt. Ihr müsst lernen, unterzutauchen und eins zu werden mit der Menschenmenge in der Stadt. Ja. Meine Mädchen zeigen euch wie. Fertig? Alles klar. So, ich wollte ja vorhin schon mal in einer Menschenmenge untertauchen. Das hat da war es halt noch nicht freigeschalten. Aber jetzt können wir das tun. Komm ein bisschen näher, Ezio. Mädels, ich bin in eurer Mitte. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt alle auf mich fallen. So. Ich versuche mich jetzt irgendwie in so eine Männerrolle einzufinden, aber ich glaube, ich bin da sehr schlecht drin. So. Kriegen wir das Schleichen gezeigt? Was sehr wichtig für einen Assassinen ist, ne? Das Schleichen. Unauffällig sein. Unsichtbar. Und unter so Mönchen klappt das recht gut. Wo sind die jetzt? Geht die woanders lang? Die geht woanders lang! No. Nein! Hab ich gepennt. Ach, Menno. Das kriegen wir heute noch hin. Vor allem laber ich. Das ist für einen Assassin sehr wichtig. Und ich verkack's die ganze Zeit. Ja komm, jetzt gehe ich hier rein. Ihr müsst lernen, unterzutauchen und eins zu werden mit der Menschenmenge in der Stadt. Meine Mädchen zeigen euch wie. Kann man überspringen? So, spielen wir jetzt faules Ei. Kennt ihr das noch? Oder kennt das überhaupt jemand? Wird das heutzutage noch gespielt? Faules Ei? Ich hoffe, das ist so das richtige Spiel. Faules Ei war doch, wo einer in der Mitte ist, oder? Und einer rennt drumrum und muss dann was hinter ihn fallen lassen. Und wenn der Typ das nicht mitkriegt, dann muss er in die Mitte. War das nicht so? Ich glaube, im Brotherhood ist er dann automatisch mitgelaufen. Ach, ich muss niesen. Oh, Entschuldigung. Oh mein Gott. So, die will dann bestimmt da rüber, ne? Oh no! Ach, es tut mir so leid, Messere. Was habe ich denn nur gemacht? Kommt hier mal eine Gruppe gelaufen, bitte? Seid ihr eine Gruppe? Ja. Können wir mal ein bisschen schneller laufen? Dio vi benedica. Hi. Servus. Ja. Let's go. Leute. Geht ihr bitte da? Ja. Danke schön. Ich sehe, wir verstehen uns und haben denselben Weg. Wo gehst denn du heute einkaufen? Ach, ich brauche noch unbedingt Zitronen und Gemüse und ein paar Kartoffeln. Und ich muss noch ein Schwein besorgen. Mein Gott, weißt du, wo ich das beste Schwein herkriege? Weißt du das? Kannst du mir sagen, wo es das beste Schwein gibt? Ohne Salmonellen und alles und so. Wo ist er denn jetzt? Buongiorno. Jetzt habe ich gequatscht und die voll ver... Toll. Nein, jetzt wollte ich ein bisschen Story bringen. Nein.
Das habe ich nur davon, wenn ich versuche, irgendwie was reinzubringen, damit das Gelatsche da nicht so langweilig wird. Dann verpasse ich die Abzweigung. Ah, hasst mich. Oh Gott, ey. Ja gut. Zweimal nicht aufgepasst. Super. Ah, jetzt. Alle guten Dinge sind drei. Ja, ist gut. Können wir jetzt weiterlaufen? Ja. Los, lauf. Lauf. Dann gehe ich halt vor. Ja. Ich will jetzt üben. Komm ein bisschen näher, Ezio. Läuft die jetzt mal los? Können wir jetzt? Dankeschön. Gut, dann frage ich nicht mehr jemanden, wo es das beste Schwein und so gibt. Oh, Mann. Das nervt mich gerade. Ich glaube, wir waren nämlich fast durch. Der kommt mir bekannt. Also, wieso komme ich denn jetzt hier nicht in so eine? Dankeschön. Jetzt biegt die doch ab, oder nicht? Nee, doch nicht. Buona giornata. Oh nein, 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 nein. So, jetzt biegt die ab, oder? Oder geht's weiter geradeaus? Ne, die biegt ab, alles klar. Madame will abbiegen. Was hat er zu verbergen? Wo kommt er her? Solch eigenartige Kleidung. Sind wir jetzt bald mal fertig hier? Ja, oh, endlich. Endlich, jetzt haben wir es geschafft. Ja, nun, war schwer, wenn ihr untertauchen könnt, zeige ich euch, was man damit sonst noch so machen kann. Ich zeige euch, wie man stiehlt. Festhalten, mit jemandem zusammenstoßen, um ihn zu bestehlen. Okay. Dieb! Dieb! Wenn ihr jemanden bestohlen habt, dürft ihr nicht verweilen. Seid achtsam. Ihr müsst verschwinden, sobald ihr sie beraubt habt. Ja, so. Fünf verschiedene Personen stehen. Ba, 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 Baby Bell. Okay, jetzt ist das Gebiet hier eingeschränkt. Finde ich jetzt auch ein bisschen. Okay, so ist das halt wahr. Jetzt, Ezio. Alter, na, die Kamera und... Affe ist. Ja, geht dich gar nichts an. Verdammt! Wo ist mein Geld? Merda! Weg!
Latsch weiter! Guckt der jetzt so zu mir? Ich weiß nicht. Jetzt. Okay, alles klar. Da. Ihr schafft gut. Fähigkeit untertauchen erlernt. Was man hier so alles lernt. Aber bitte nicht im richtigen Spiel, im richtigen Spiel. Im wahren Leben machen, ja? Klauen tut man nicht. Ihr könnt jetzt gehen, Mädchen. Oh, müssen wir denn gehen? So unschuldig. Der ist süß. Jetzt wisst ihr, wie ihr euch euren Feinden nähert. Nun müssen wir eine passende Waffe finden. Was würdet ihr mir raten? Ach, ihr kennt die Antwort doch bereits. Hey, meines Vaters Klinge und Armschutz. Wie bekamt ihr sie? Indem ich die Dinge einsetzte, die ich euch lehrte. Nicht gerade in einem guten Zustand. Ich nehme an, ihr kennt Leonardo da Vinci. Sie. Aber was hat jetzt ein Maler damit zu tun? Er ist weit mehr als das. Bringt ihm die Teile. Ihr werdet sehen. Bevor ich gehe... Eine letzte Frage, wenn ich darf. Natürlich. Warum habt ihr mir so bereitwillig eure Hilfe angeboten, einem Fremden? Auch ich kenne Verrat. Autsch. Weißt du Bescheid? Da weißt du Bescheid. So, und damit, beende ich jetzt die Folge. Also... Unsere Familie wurde getötet, wir wurden verraten, wir werden diesen Typen kriegen, ja, und alle, die da samt mit dabei sind, wir machen die fertig, so. Und in der nächsten Folge gehen wir zum lieben Leonardo da Vinci, ihr kennt den bestimmt, ne, Mona Lisa und so. Ja, er war Maler, aber er hat auch gebastelt, ja, also Erfinder praktisch, ja, also, er hat lieber Sachen gebaut als gemalt, habe ich glaube mal gelesen. Also er wollte lieber Erfinder werden als Maler, aber irgendwie hat das nicht so funktioniert und deswegen ist er dann als Maler berühmt geworden irgendwie. Falls ich da falsch liege, sagt es in den Kommentaren. Ne? Man ist nie zu alt, um irgendwas zu lernen. Von daher, ja, wie gesagt, bis zur nächsten Folge. Habt einen schönen Tag. Ciao!